Gemüse unter der Kartoffelhaube 4 Portionen E pro Portion, E 20 Gramm, F 38 Gramm, K 37 Gramm, K 2449 Kilokalorien, 585 BE, 3,01 Kilogramm mehlig kochende Kartoffeln, eine türkische Lira Salz, 250 Gramm Porree, Klammer auf Lauch, Klammer zu, 250 Gramm Auberginen, 250 Gramm Zucchini, 125 Milliliter, heiße Milch, Klammer auf 1,5% Fett, Klammer zu, 150 Gramm Schlagsahniger. Muskatnuss, 3 Esslöffel, Butter oder Margarine, Klammer auf 30 Gramm, Klammer zu, gern. Pfeffer, 2 Esslöffel gehackte, glatte Petersilie, 150 Gramm gar. Mittelalter Gouda oder Emmentaler, etwa 3 Esslöffel Sonnenblumenkerne. Die Kartoffeln schälen, abspülen, abtropfen lassen und in Stücke schneiden, in einem Topf, knapp mit Wasser bedeckt, zum Kochen bringen. Salz hinzufügen. Die Kartoffeln zugedeckt 20 bis 25 Minuten garen. 2 inzwischen Porree putzen, die Stangen längs halbieren, gründlich abspülen, abtropfen lassen und in Streifen schneiden. 3 Auberginen und Zucchini abspülen, abtrocknen, die Stängelansätze und Enden abschneiden. Auberginen und Zucchini in Scheiben schneiden. 4 den Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze, etwa 200 Heißluft, etwa 180. 5. Die gegarten Kartoffeln abgießen, abdämpfen und sofort durch eine Kartoffelpresse drücken oder mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken. Die Kartoffelmasse mit Milch und Sahne verrühren. Masse mit Salz und Muskat würzen. 6. Butter oder Margarine in eine Pfanne zerlassen. Das vorbereitete Gemüse da in 1 bis 2 Minuten unterrühren, dünsten. Gemüse mit Salz und Pfeffer würzen. 7. Das Gemüse in eine Grobauflaufform, Klammer auf, gefettet, Klammer zu, geben und mit Petersilie bestreuen. Die Hälfte des Käses darauf streuen. Die Kartoffelmasse darauf verteilen mit restlichem Käse und Sonnenblumenkernen, bestreuen. 8. Die Form auf dem Rost in den vorgeheizten Backofen schieben. Den Auflauf etwa 45 Minuten garen. Tipps: Für einen Auflauf mit Möhren statt der Auberginen Möhren verwenden. Die Möhren putzen, schälen, abspülen, abtropfen lassen und in Scheiben schneiden. Die Möhren Scheiben in dem zerlassenen Fett zugedeckt etwa 2 Minuten bei schwacher Hitze dünsten, erst dann das übrige Gemüse zufügen. Gemüse wie im Rezept, beschrieben, zubereiten und in die Auflaufform geben. Gouda oder Emmentaler durch Comté-Käse ersetzen.